Totale Zerstörung in der Nähe von Mailand. Hier macht ein Orkan ein ganzes Wäldchen platt. Schwere Sturmböen lassen hier in Norditalien Dutzende Bäume umkippen. Aus der Luft wirkt das zerstörte Wäldchen wie eine Wiese, die Bäume wie zerdrücktes Gras. Drohnenaufnahmen zeigen die Verwüstung. Die Bäume an einer Autobahn sind umgefallen wie Dominosteine. Einige sind sogar auf die Straße gefallen, sorgen für Feuerwehreinsätze und einen kilometerlangen Stau. Auch Häuser werden von Baumstämmen getroffen. Im gesamten Alpenraum kommt es in diesen Tagen zu teils heftigsten Unwettern. Das zerstörte Wäldchen in der Nähe von Mailand hat gegen die enorme Kraft der stürmischen Naturgewalten keine Chance.